Habe jetzt gerade überlegt, während ich im Trainieren war, ob ich jetzt auf dem Rückweg diesen anderen Weg gehe und euch dann ein Video mache. Nein, ich habe jetzt entschieden, ich gehe auf dem Rückweg einen anderen Weg und mache euch ein zweites Video. Vielleicht schreibt ihr uns einfach oder schreibt ihr mir oder uns einfach in die Kommentare, ob ihr für die Zukunft eher so wie jetzt eventuell mal immer mal wieder kürzere Videos wollt. Also einfach mal Beispiel Palma, einfach mal, weiß ich nicht genau, 9, 10, 12, 14 Minuten Videos und immer einfach mal kürzere Videos. Oder wollt ihr lieber längere Videos, dass man praktisch einfach sagt, okay, ich mach mal Palma und mache euch dann mal wieder ein halben Stunden Video oder irgendwie. Ja, schreibt uns einfach mal in die Kommentare, ob ihr auch die kürzeren Videos gut findet. Jetzt viel Spaß mit dem Rückweg, der anders ist als der Herweg. Bis dann. Das ist ja immer das Schöne. Alle Wege führen zum Ziel. Und gerade hier in Palma, durch die Altstadt und so weiter, kann man halt wirklich viele verschiedene Wege gehen. Ich gehe jetzt einfach mal hier den Weg am Fluss entlang zurück. Dann ein kleines Stück geht es noch in die Altstadt rein. Oh, da unten blüht noch ein Baum. Wir wissen nicht genau, was es ist, diese rosa Blüten. Viele meinen immer, die ganz rosa Blüten sind auch Mandelbäume. Nee, Mandelbäume sind es auf keinen Fall. Wir gehen davon aus, dass es irgend sowas ist wie eine wilde Kirsche oder so. Aber wir konnten es auch noch nicht genau eruieren. Wir haben einen Mallorquiner gefragt, der sagte, ja, wilde Kirsche. Aber hundertprozentig verifiziert haben wir es natürlich noch nicht. Hier ist die Straßenseite am Fluss entlang. Auf der anderen Seite, gut, schon wieder viele leere Läden, die zu vermieten sind. Aber auf der anderen Seite sind dann die ganzen Restaurants und so weiter. Geschäfte, Restaurants. Nachher kommt, ah ja, genau nachher, aber die hat noch nicht auf. Nachher kommt eine tolle Bar, die ich euch genau noch gleich zeigen kann, die wir auch immer unseren Kunden empfehlen. Da sage ich kurz dazu was, wenn wir vor der Bar stehen. Überquere hier einfach mal die Straße, mal vom Fluss auf die Seite der Restaurants und Geschäfte. Auch ein paar Hotels sind hier direkt am Paseo. Ja, hier hat ein Teil außen gar nicht aufgestuhlt, weil noch zu kalt. Aber wir den meisten damit offen. Das ist ein neuer Besitzer, Café Pino, das hieß früher anders. Hier ist ein Wermut Oria. Wermut, wie ja viele von uns wissen, großes Thema auf Mallorca. Also hier eine Wermut Oria. Hier ist normalerweise das Blockhaus, allerdings wird das Blockhaus hier in Palma gerade renoviert und ist leer, wird aber bald wieder aufmachen. Hier ist ein Tapasladen. Hier das, was ich meinte, zum Beispiel auch ein Hotel mitten am Paseo, Hotel Jaime Tercero. Auch noch Ausläufer der Baustelle. Und hier kommen wir jetzt in den Laden, in den ihr mal abends gehen müsst, und zwar wenn ihr Gins-Fan seid. Und zwar gibt es hier die Ginbo, die Gin-Bar. Ja, die hat hier nochmal von oben. Ja, die Ginbo ist eine ganz, ganz tolle Bar mit einer unheimlich großen Gin-Auswahl. Also wer mal gute Gins möchte, auch eine tolle Beratung zu den Gins. Also alles weltweit, ganz, ganz viel verschiedene Gins, der sollte mal irgendwann die Ginbo besuchen. Ist auch eine Bar, die wir immer wieder mal Kunden empfehlen, wenn sie nach einer Ginbar fragen, weil da gibt es wirklich eine riesen Gin-Auswahl.
kleines Kaffee. So, einmal die Avenida Jaime überqueren, wo wieder links der Court Inglés gewesen wäre. Und dann laufen wir hier. Übrigens in Richtung Espaloir. Espaloir, ja, ein großes Museum hier. Hier ist das Hotel Saratoga. Im Hotel Saratoga gibt es übrigens oben drin auch eine ganz tolle, ja, man kann sagen, Rooftop-Bar, wo man sehr schön sitzen kann und auch mal nur einen Cocktail oder einen Drink nehmen kann, wenn man möchte. Also, wenn man in Palma ist und mal in eine schöne Bar möchte, oben mit einer Aussicht, Hotel Saratoga, eine schöne Bar oben drin. Hier kommt jetzt dieses oft genommene umgedrehte Haus, Haus auf dem Kopf. Und direkt, wenn man es hier hinten reingeht, also hier geradeaus weiter, da hinten, wo man die Buchstaben sieht, da ist dann das Museum Espaloir. Da war mal eine schöne Cafeteria. Schau ich mal ganz schnell. Hat uns nämlich gestern eine Kundin erzählt. Da saßen wir eigentlich auch mal ab und zu ganz gerne, wenn man eine schöne Aussicht hatte. Aber man musste halt immer irgendwo speziell hingehen. Und es war keine Laufkundschaft, wo man mal eben vorbeilief. Und man hat uns gesagt, die Bar Cafeteria im Espaloir hätte geschlossen. Muss ich mir jetzt mal schnell kurz anschauen, wenn ich eh hier bin. Dass wir das auch wissen. War jetzt eigentlich gar nicht geplant, aber fällt mir gerade so ein. Da ist das Museum mit Ausstellung, Kunstmuseum. Na, hier hinten, na ja gut, da ist, da wird das wirklich zu. Gut, Stühle, Tische stehen noch drin. Das wieder aufmacht als Restaurant? Keine Ahnung. Muss mal fragen. Hola, buenas. Una pregunta. El restaurante está cerrado para siempre o abre otra vez? El cafetería, restaurante. Más adelante abrirán. Ah, okay. Okay. Gracias. Hab mal eben jetzt nachgefragt, also es heißt, es wird wohl wieder aufmachen. Wäre eigentlich auch schade drum, weil wie man sieht hier oben, man hat echt einen tollen Blick. Man sitzt echt schön, also es soll wohl wieder aufmachen. Ja, dann gehe ich mal weiter in den Laden oder in Richtung Laden, weil Sandra wartet schon auf mich. Wir müssen ja heute noch ein paar Pakete packen, die morgen dann auf die Reise nach Deutschland gehen. Bestellung aus dem Online-Shop gehen. Die müssen heute gepackt werden, dass wir morgen weggehen. Dass ihr auch mit euren goldenen Mandeln, eurem Wermut, Gin, Wein und so weiter versorgt werdet.
ab in die Altstadt von Palma. Ah, haben sie oben irgendwie mit Farbkugeln beschmiert. Eines der vielen christlichen Gebäude hier. In dem Lokal saßen wir auch schon mal. Kann man gut auch Tapas und so essen. Draußen im Freien, aber natürlich immer abends auch richtig, richtig, richtig voll. Normalerweise. Jetzt im Moment nicht so. Aber auch ein schöner Laden mal. Kaffee Cantoni. Cantoni, das Haus von Toni. So wie uns Can Gourmet, das Haus des Gourmets. Ja, Can ist so eine übliche Abkürzung hier. Nein, nicht Abkürzung. Can ist ein übliches Wort hier für ja, Haus von der Familie oder ja, so kann man es eigentlich übersetzen. Hier kommen wir zu einer Straße mit sehr, sehr vielen Galerien. Also es sind, ja, kann schon fast sagen, Galeriestraße. Hier rechts war gerade eine Galerie. Viele kleine Gässchen. Hier viele Galerien. Kleine Cafés, kleine Bodegas. Hier eigentlich eine ganz alte, ja, er hat auch schöne Lichtobjekte hier. Ja. Immobilienmakler. Hier eine schöne alte Bar, die Atlantico, eine ganz historische Bar. Ich weiß es nicht, sie sieht noch nicht ganz zu aus, aber wir haben gehört, sie würde zumachen. Die Besitzer wird nicht mehr aufmachen, aber irgendwie sieht es so aus, als ob sie vielleicht doch wieder aufmachen oder einen neuen Pächter haben. Ist wirklich eine Bar mit Historie. Es steht nichts dran von geschlossen. Müssen wir vielleicht doch mal abends reinschauen, ob sie noch auf hat. Weil wie gesagt, es wurde gesagt, es wäre zu. Martes a Jueves ab 18 Uhr. Freitag und Samstag 19 Uhr und Sonntag und Montag geschlossen. Ja, vielleicht hat sie doch noch auf. Nächste Galerie, Gerhard Braun, er ist hier auf allen Seiten vertreten, links, rechts. Da kommen neue Bilder rein. Ich bin immer noch, wenn ich hier durchlaufe und Videos mache oder wir spazieren, auch immer noch erstaunt, wie viel dann doch irgendwie leer steht, also wie viele Immobilien leer sind. Aber auch gespannt, was dann sich, sage ich mal, bis Ende April, bis Ostern irgendwie tut, wo ja jetzt einfach vieles nochmal so innerhalb von einem Monat passiert und dann neu übernommen wird, neu renoviert wird, neu aufgemacht wird. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Rialto Living auch sehr gerne besucht. Ich bin gespannt, was ich dann hier ab April, ab Ostern, wenn dann die Saison überall beginnt, sich dann tut. So, jetzt sind wir eigentlich wieder da, wo wir vorher angefangen haben. Und dann hier in Richtung Born Ocho abgebogen sind.
Und darum jetzt gleich schon mal meine Verabschiedung. Wobei, vielleicht sehen wir gleich noch Sandra, weil ich bin gleich im Laden oben. Da schalte ich die Kamera noch mal um. Dann seht ihr vielleicht noch mal Sandra winken. Mal gucken, ob sie gerade Kundschaft hat oder nicht. Und ja, dann bleibt die übliche Bitte, die ihr ja kennt. Glocke drücken, abonnieren, uns folgen. Auch mal gerne auf die Webseite gucken, www.kann-gourmet.com. Newsletter anmelden, Facebook, Instagram, alles was geht, freuen wir uns immer. Ich verabschiede mich schon mal, vorsorglich, obwohl wir vielleicht noch gleich mal Sandra reinschneiden, wenn ich in den Laden komme. Bleibt uns gewogen. Liebe Grüße aus Palma. Sandra und Patrick vom Kann Gourmet. Ciao. Wie versprochen, noch ein kleiner Weg von 30 Metern zum Kann Gourmet. Und Sandra hat gerade Kundschaft. Hallo.